Arminia Bielefeld. Es sind gerade mal 10 Minuten gespielt in Nürnberg. Fehler in der Nürnberger Abwehr von links. Ich weiß gar nicht, wer es genau war. Hat den Ball reingepasst in den 5-Meter-Raum. Und dann war es Jonathan Klaus, der Franzose auf der rechten Außenbahn. Der hatte sich da in den Fünfer geschohlen sozusagen vor dem Keeper Benedikt Willert. Erste Chance für Arminia Bielefeld in dieser Partie. Und gleich hat es geklingelt im Kasten der Nürnberger. Traumstart für Arminia Bielefeld. Es steht 2:0 für den DSC. Konter über die linke Seite und dann ist es Vogelsammer, der da völlig frei am 16er steht. Abzieht, 13. Spielminute. Zweite Chance für Arminia. Zweites Tor für den DSC. Tor für Arminia Bielefeld. Das gibt's doch gar nicht. Dritte Chance für die Bielefelder nach einer Viertelstunde. Und dann ist es Fabian Klos, der hier das 3:0 macht. Das gibt's doch nicht. Innerhalb von 5 Minuten Dreierpack. Nürnberg völlig am Boden. Und es ist das passiert, was man vielleicht befürchten musste. Arminia zu passiv. Ecke die siebte. 7:0 nach Ecken von der rechten Seite. Kopfball Nürnberg. Anschlusstreffer in der 59. Minute. Das Ding ist noch nicht durch hier. Arminia seltsam passiv, das muss man sagen. Jetzt auch noch mit Seufert für Hartl. Also irgendwie, weiß ich nicht, dann fehlt Nilsson dort in der Abwehr, verletzungsbedingt. Das ist keine gute Phase für die Bielefelder. 1:3, wieder alles offen, aber Klos mit der Riesenchance. Und er macht es! Er macht es! Er macht es! 4:1 für Arminia Bielefeld. Nürnberg protestiert. Schiedsrichter zeigt aber zur Mittellinie. Tor für Arminia Bielefeld. Es ist kaum zu glauben. Es steht 5:1. 73. Minute. Der zweite Angriff der Bielefelder auf das Tor der Nürnberger. Und es ist der zweite Treffer in der zweiten Halbzeit. Über links hatte sich Andreas Vogelsammer sehr gut durchgesetzt. Seine Flanke verpasste noch Fabian Klos. Und dann köpfte Jabo den Ball auf den Kasten des vierten Keepers der Nürnberger, Benedikt Willert. Den muss er eigentlich halten. Aber der Ball rutscht ihm durch die Hände, dem 18-Jährigen. Und somit jetzt 5:1 für Arminia Bielefeld hier. Beeindruckende Vorstellung des Teams von Trainer Uwe Neuhaus.